Ja, was? Ich habe doch die Adresse. Ja, schau hier. Komm mal. Oh Gott. Hugo, das ist hier. Ich weiß nicht, ob du nicht vielleicht zu klein bist. Du kommst doch nicht mal an die Latte. Du wirst nicht mehr wachsen. Du bist zu klein. Hugo! Irgendwo hier musst du doch. Oh, was machen Sie denn hier? Ich hab mal Test, ja? Zeigen Sie mal her, zeigen Sie mal her. Ich kann zeigen. Oh. Hugo? Was machst du hier? Hugo, komm raus erstmal. Das war doch alles nicht so. Wir können darüber reden. Ich muss dir noch was erzählen. Komm, hau raus, was kann das sein? Und zwar bin ich. Komm, hau raus, was kann das sein? Und zwar bin ich richtig hungrig, Alter. Wir müssen auf jeden Fall jetzt was essen gehen. Das ist doch gar kein Problem, Alter. So mit leerem Magen, da kann ich nicht trainieren. Ja, jetzt, wir haben auch hart trainiert, da hast du recht. Dann gehen wir jetzt einfach schön was fetzen, Alter. Komm. Endlich was zu essen hier, ey. Die gelben sind echt meine Liebsten. Die schmecken so geil. Was machst du da? Ey! Ey, das ist mein Mittagessen. Bist du bescheuert? Ich hab Hunger. Du hast ja noch abgezählt. Du hast mir doch beigebracht. Wenn man richtig Gas geben will, dann muss man das essen. Ja, aber ich brauch die selber. Ich muss ja selber mitspielen. Ich muss doch auch in Form kommen. Morgen ist doch schon das Spiel. Was juckt mich das? Das ist meins. Ich mach einmal an. Ich hab da reingespuckt. Packst nie wieder meine Sachen an. Hast du verstanden? Ja, aber das ist nicht deins, oder? Das ist abgelaufen. Wie deine Zeit als Torwart. Oha. Egal, ich esse trotzdem. Nimmst du nochmal meine Sachen, dann klatscht das, aber kein Beifall. Mensch, Alter. Hugo, was macht ihr hier schon wieder für Lärm eigentlich? Hugo! Kartoffeln! Ja. Was macht ihr hier schon wieder für ein Rabauz, Mensch? Ich kann gar nicht schlafen. Was ist denn passiert? Ich weiß auch nicht. Weiß ich auch nicht. Ich höre hier nur rumgeschrei. Ja, ich hätte gerade irgendwie was gegessen und dann kam Alfonso und hat mir eine Ansage gemacht und hat sein ganzes Essen weggenommen. Ihr beiden immer, ihr seid zwei Streithähne, ey. Ja, ich weiß auch nicht. Boah, ich sag dir ehrlich, ich muss mich jetzt ausruhen vor morgen. Ich bin so platt. Ey, die letzten Tage waren einfach so anstrengend, ey. Wir können gar nicht mehr trainieren. Meine ganzen Knochen tun mir weh. Junge, so viel Action einfach gehabt. Es wird Zeit, dass wir uns jetzt wirklich ausruhen, fokussieren, bereit machen für morgen, Alter. Allein das Match gegen Mr. Murat, die ganze Sache mit Alfonso, die Polizei. Hugo, hör mir doch zu, wenn ich rede. Das ist total unhöflich. Was? Was ich sagen will ist, wir müssen uns jetzt ausruhen, denn morgen wird ein harter Tag. Ja, ausruhen, meine Rede. Ich bin schon richtig nervös, Alter. Ja, ich merk's. Ja, also jetzt schlafen, ne? Gute Nacht. Oh, Emily. Hugo. Was? Hä? Morgen, das Spiel. Wir sollten uns vorbereiten. Ja, richtig. Ja, komm. Ja, vorbereiten. Bereite du dich auch vor, ne? Nimm das Ganze bitte ernst. Klar. Ich bin so aufgeregt, was morgen angeht. Das wird wahrscheinlich unsere letzte Chance, dass wir für Deutschland spielen können. Ich habe mir extra das Deutschland-Trikot besorgt. Wir müssen es wirklich ernst nehmen. Das ist ein Alles-oder-nichts-Spiel. Es wird über unsere ganze Zukunft entscheiden. Ich hoffe, Hugo nimmt es auch ernst. Ich war früher mal Torwart, doch ich war zu klein. Jetzt bin ich ein Sechser und grätsch überall rein. Ich schieß den Ball zum Himmel und zeig MJ jetzt mein...
Mein Regenschirm. Mensch, ey, ich glaube, heute wird ein richtig regnerischer Tag. Da muss ich mal reingehen. MJ, wie geht's dir? Ja, Hugo, ey, ich habe jetzt nachgedacht, ich habe mir das Trikot besorgt. Also morgen ist wirklich das alles entscheidende Spiel. Das ist das wichtigste Spiel unseres Lebens. Vergiss mal Mr. Murat, vergiss mal das ganze Geld. Morgen geht's um Deutschland, um unsere Heimat. Ich habe uns einen Regenschirm besorgt, passend zu meinem Pulli, falls es morgen regnet. Das ist doch viel wichtiger, oder nicht? Stell mal vor, wir werden nass. Du bist so anders. Ich frage mich jeden Tag, warum ich dich hier wohnen lasse. Aber das matcht doch, das... Und in 12 Stunden bist du gefälligst ready, Mann. Das kann doch nicht sein. Hä, aber was ist denn jetzt deine Meinung zu meinem neuen Regenschirm? Mann. So, schön waltet. Licht aus. Und die Türe zu. Heute wird ein guter Tag. Es kann nichts schief gehen. Oh nein. Oh nein, wie MJ, was geht ab? Oh nein, mein Freund. Was ist mit dir? Ich schreibe heute eine Englischprüfung. Oh mein Gott. Ich muss zur Schule, davon liegt mein Abschluss ab, wenn ich da nicht erscheine. Erzählst du? Willst du jetzt echt zur Schule gehen? Ich muss. Ja, aber ich muss, sonst brauchst du. Guck mal, Hammer, so, du brauchst keine Schule. Ich war auch nicht in der Schule. Guck, was aus mir geworden ist. Ich sollte definitiv zur Schule jetzt gehen. Oh mein Gott, wie kann ich das vergessen? Oh Gott, ich muss unbedingt los. Ich komme so zu spät. Was tust du hier, Hugo? Also ich war gerade da, ja, und genau. Und was machst du hier? Wir haben doch heute das Spiel. Nein, ich gehe nicht zur Seite. Ich muss zur Schule, Alter. Heute Englischprüfung, Mann. Nein, Englisch spricht gar kein Fußballprofi. Wir werden doch Fußballer. Und außerdem sind auch heute so super Mädels am Start. Deswegen. MJ, mach dich jetzt mal fertig. Das ist heute unsere einzige Chance für Deutschland zu spielen. Und in Deutschland spricht man auch kein Englisch. Ich glaube, du hast recht. Ja, auf jeden Fall. Okay, jetzt hätten wir das geklärt. Es ist nur die Frage, wie kommen wir überhaupt zum Stadion, Mann? Wir haben doch gar kein Auto und sowas. Bruder, lass das mal meine Sorge sein. Ich bring uns hinten. Geil, Junge. Na, wie kommen wir denn jetzt zu dem Spiel, Mann? Meinst du, wie ist das? Ah ja, wir brauchen ein Auto, ne? Ja, warte, das Auto ist... Da! Das ist unser Auto. Echt? Das ist dein Auto. Das ist unser Auto. Komm! Hä? Was ist das denn von so einem Auto? Einstein, komm! Okay. Du fährst, komm! Hä? Das geht automatisch auf. Okay. Okay, dann nehmen wir das. Auf geht's. Ich hab gar keinen Führerschein. Egal! Boah, wir sind ja echt lang gefahren, Mann. Krass, wo der das Auto auf einmal so herbekommen hat. Krass, hat er wahrscheinlich gemietet. Nicht schlecht. Boah, guck dir mal das Stadion Alter, an. Alter, ich war noch nie in so einem großen Stadion. Alter. Hey. Oh Jungs, da seid ihr endlich. Alles guten gut? Tag, mein Name Hugo. Guten Tag. Aber wir kennen uns ja bereits. Wir kennen uns bereits. Ja. Das mit dem Paket habt ihr super gemacht. Oh, danke nochmal dafür. Danke, kein Problem. Wir haben uns echt Mühe gegeben. Wir haben das Paket auch auf keinen Fall aufgemacht, wie du meintest. Nein. Also, ich hab ja gesagt, ihr solltet. Gut, hat alles geklappt. Kein Plan, was da drin war. So, und hier findet heute das Spiel statt, wie versprochen. Ja. Dort auf der Tribüne wird gleich der richtige Yogi sitzen. Der richtige Yogi? Der richtige. Ach du Schande, der echte. Der echte. Das heißt, wir müssen uns von unserer besten Seite zeigen. Die beste Seite. Und hier sind heute gute Spieler, Jungs. Also reinhauen. Okay. Enttäusch mich nicht. Okay. Auf jeden Fall nicht. Ja. Danke. So Jungs, dann macht euch schon mal fertig, zieht euch um, Trikots, alles hängt dort. Okay. Und dann sehen wir uns hier gleich auf dem Platz. Okay. Viel Glück. Aber das ist unsere Chance. Ich danke dir. Okay. Dankeschön. Okay, das muss hier sein. Alter. Das ist aber, glaube ich, ein bisschen früh, oder? Ich weiß nicht. Ja, besser zu früh als zu spät. Oh mein Gott. Weißt du, wenn wir früher da sind, dann können wir den Bundestrainer auch beeindrucken mit unserer Pünktlichkeit. Ja, das ist eine deutsche Tugend. Geil. Oh mein Gott, guck dir diese schönen Trikots an. Lass mal umziehen, Alter.
Aber falls es gleich regnet. Aber Freunde, bevor das Video zu Ende ist, denkt unbedingt an unser Gewinnspiel. Wir haben am Montag unseren Online-Shop gelauncht, wo man die Brotatoes-Trikot kaufen kann, sogar personalisieren mit Name und Nummer. Und unter allen Bestellern bis zum 1.12., ja, kann es sogar sein, dass wir zu dir persönlich nach Hause kommen und deine Bestellung einfach selber liefern, Freunde, ja. Wir wollen mal Weihnachtsmann spielen, Paketlieferant, ihr wisst Bescheid, unter allen Bestellern 1.12., zufällig werden wir ein paar Leute raussuchen und einfach zu euch nach Hause kommen, Freunde. Und eure Trikots euch natürlich überreichen. Von daher, wir sehen uns im nächsten Video. Peace out und lasst ein Abo da.